Moin Moin, meine lieben Filmfreunde, und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr ja alle wisst, ist mal wieder ein ganz großes Missgeschick von einem Hersteller passiert, und zwar dreht sich das ja um Indiana Jones, wo ja quasi der dritte Teil drinne war, obwohl wir alle den vierten Teil haben wollten, Indiana Jones und der Kristallschädel, und wir ja festgestellt haben, dass die Disc falsch waren, die Blu-ray und auch die UHD falsch waren. Da ich durch Zufall das Video vom Cinemanuel gesehen hatte, der quasi die Adresse eingeblendet hat, wo diese Tauschaktion stattfindet und wo man sich dran wenden musste. War ja vorher, hatte sich das bei Stanleys Filmzimmer, hat er ja schon ein Video drauf gemacht, und deswegen bin ich da dann hellhörig geworden. Und ich hatte sie gerade am selben Tag, als ich mir das Video angeschaut hatte, kam der Film. Und ich habe dann gleich erstmal nachgeguckt, ob das bei mir auch der Fall gewesen ist, ob die Discs falsch waren. Und die waren falsch. Ich habe mir die Adresse rausgeschrieben, habe die sogar, die beiden Discs, in eine extra Hülle gepackt und die falschen Discs dann weggeschickt. Habe die hier in so eine Hülle gepackt. Die habe ich sogar wiederbekommen. Und das ging eigentlich recht fix, der Austausch, kam auch keine weiteren Kosten zu. Wir haben jetzt hier die beiden Discs, die DVD, die Blu-ray. Hier ist die Blu-ray und hier haben wir die UHD. Kam alles hier in so einem kleinen und scheinbaren Päckchen, und die Tauschaktion ist damit durchgezogen. Ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass das so reibungslos vonstatten ging. Ein ganz großes Dankeschön und beide Daumen nach oben. Recht herzlichen Dank. Das war mein allererstes Mal, dass ich so eine Aktion mitgemacht habe und dass mir sowas passiert ist. Anderen ist es schon öfters passiert, nur bei mir war es jetzt das erste Mal. Hier haben wir halt denn das schöne Steelbook. So sah es von hinten aus. Wurde ja schon oft genug vorgestellt. Hier haben wir ja dann, ne? Und jetzt werden wir die ganz einfach da mal einlegen, die beiden Discs, so dass sie dann wieder ordnungsgemäß da drin liegen. Diese Hüllen werde ich mir mal aufbewahren. Man weiß ja nie, ob man die noch mal brauchen kann. Dann hat man mal welche. Einmal hier haben wir die zweite, die 4K. Hier ist die 4K. Die legen wir jetzt auch hier in das Steelbook mit rein. So, da haben wir sie alle original drinne, so wie es sein soll. Wie gesagt, ich bedanke mich hier an dieser Stelle nochmal von, was ist, vom Paramount. Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, glaube vom Paramount, genau. Dass der Austausch so schnell und zügig vonstatten gegangen ist. Und ja, an der Stelle mal vielen, vielen Dank. Und das war's auch schon. Jetzt haben wir wieder einen schönen Film in der Sammlung. Und das war's auch schon wieder. War nur ein kurzes Video von mir, damit das der ein oder andere auch schon dann mitbekommen hat, dass der Austausch funktioniert hat. Und
wir können den Film dann jetzt mal in Ruhe genießen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und Marco ist an dieser Stelle wieder raus und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.